Heute reden wir über Markenaufbau und Social Media. Und Gast heute ist Patrick Kriebel. Patrick Kriebel ist Geschäftsführer der Patrick Kriebel Performance Marketing Agentur und ist absoluter Profi, was Social Media angeht. Vielen Dank, dass du da bist. Ich freue mich, dass ich hier bin. Erzähl mal ein bisschen über deine Agentur. Genau, mein Name ist Patrick Kriebel nochmal. Seit 4 Jahren habe ich meine Agentur. Wir kommen im Mai ins 5. Jahr schon. Und ja, angefangen habe ich 2012. Damals habe ich noch ganz klassisch Facebook-Seiten aufgebaut. Über 1,3 Millionen Fans. Und ja, das war ein Trugschluss, es geht nicht um Fans, und irgendwann habe ich das professionalisiert und seit 2015 habe ich eine Agentur und ja, wir haben uns jetzt quasi auf die Betreuung und Unterstützung von Unternehmen im Mittelstand, aber auch größere Unternehmen spezialisiert und fokussiert. Also wenn ihr die Agentur finden wollt, dann habe ich die unter diesem Video natürlich verlinkt für alle, die gerade zugucken. Da ich ja Patentanwalt bin und mich viel um Marken kümmere, will ich auch mit dir über Marken sprechen. Also wenn jetzt jemand zu dir kommt und will eine Marke in Social Media aufbauen, er kommt zu dir, Social Media, ich weiß zwar nicht genau, was das ist, aber ich will da jetzt meine Marke aufbauen. Wie gehst du an so ein Projekt ran? Also was ist erstmal, was sind so die ersten Schritte? Da gibt es wahrscheinlich so Standards, ne? Also absolut. Wie man da immer. Aber es ist auch so eine klassische Frage, hey, was ist Social Media eigentlich? Aber genau. Ich brauche das, weil alle sagen, ich brauche das. Ja. Genau, das ist so genau. Der Klassiker. Es ist so, dass wir erstmal ein Ziel definieren müssen. Also heißt, was ist das Ziel? Weil Social Media Marketing unterstützt Unternehmensziele. Und wenn ich Ziele definiere, können wir daraufhin Strategien entwickeln. Also heißt, welcher Kanal ist überhaupt interessant für wo ist meine Zielgruppe? Ja, ja, klar. Und wenn ich das Ziel definiert habe, daraufhin können wir dann Strategien entwickeln und diese dann realisieren. Also das Ziel kann ja ganz unterschiedlich sein. Kann sein, als Experte aufbauen, kann sein, mehr Umsatz machen, mehr Leads generieren, kann sein, Employer Branding. Was sind denn so die typischen Ziele, die so bei dir eine Rolle spielen? Also alles das oder noch viel mehr? Oder? Das typischste Ziel ist natürlich mehr Umsatz, ja, logischerweise. Aber Employer Branding kommt immer mehr, weil du weißt es selber, wir sitzen ja auch ab und zu mal irgendwo nach einer Veranstaltung zusammen. Oft ist es so, dass die Geschäftsführer haben, Umsatz ist oft nicht das Problem, oft ist Nachkömmlinge, ja, neue Leute, dass sie mehr Fachkräfte brauchen. Und deswegen entwickelt sich das gerade immer mehr zum Employer Branding, aber grundsätzlich ist immer natürlich Unternehmensziel Nummer 1 mehr Umsatz. Ja. Ja klar, also wenn jetzt ja, sagen wir mal, ein Kunde von uns, Mandant von uns, weiß ich, mittelständisches Unternehmen fabriziert Isolierkannen oder so, ja, und jetzt mal ein ganz normales Produkt, was man in die Hand nehmen kann und was überall schön verkauft werden kann, in Retail, online, offline, überall. Wie baue ich da am besten über Social Media die Marke auf? Ja. Was mache ich da? Also ganz wichtig ist zum Beispiel, bei so einem Produkt ist einfach, also es geht schon um eine Brand, ja? Ja, klar. Es geht um eine etablierte Brand, sagst du, hast einen, sagen wir mal, einen der Marktführer auf dem Bereich und du willst jetzt die Marke groß machen, aufbauen in Social Media, dass sie rockt, dass sie cool ist. Okay, alles klar. Es ist so, dass man früher war das ein bisschen anders, heute ist das schön. Das Schöne ist halt, alles ist messbar. Und früher war das so, die Leute haben Werbung gestreut. Coca-Cola hat auch bis heute noch über 3 Milliarden Marketingbudget im Jahr, was halt super viel Kohle ist. Und wie machen sie das? Man sagt, man braucht 7 Kontakte, um als relevante Marke wahrgenommen zu werden. Und früher musstest du überall deine Werbung platzieren und hoffen, dass du irgendwo diese Touchpoints bekommst, diese 7 Stück. Heutzutage ist es ganz anders. Heißt, wir haben eine Markenbotschaft und können jemanden an uns ranführen. Und wenn er einmal auf unserer Webseite war oder interagiert hat mit uns, dann können wir ihn immer wieder ansprechen. Ja, also heißt, wir definieren eine Zielgruppe von, sagen wir jetzt mal, 1 Million Menschen und sagen, wir möchten diese 1 Million Menschen 7-mal ansprechen über einen Zeitraum von 6 Wochen. Und dann kriegen die zum Beispiel alle 5 Tage eine Werbeanzeige mit unserer Markenbotschaft, um sie dann sukzessive ans Produkt ranzuführen und immer größer im Kopf als Marke zu werden beim Endkunden. Und das können wir halt super gut per Google Ads, Facebook Ads, Instagram Ads, weil man kann das alles super gut steuern. Du sprichst jetzt, glaube ich, konkret von Retargeting, ne? Dass man ganz gezielt jemanden das wieder vorsetzen kann, genau dem mit der ID, dass er das nochmal sieht. Kannst du mal ganz kurz erklären für die Leute, die Retargeting nicht kennen, was das ist, wie das funktioniert? Genau, also Retargeting ist es so, dass im Prinzip immer auf einer Website gibt es einen Cookie oder auf den meisten Websites. Und wenn die Leute das Cookie akzeptieren, dann ist es quasi wie ein virtueller Stempel. Und dieser virtuelle Stempel, also Facebook weiß jetzt, der war auf meiner Webseite. Und ich kann dann zu Facebook sagen, diese Person war auf dieser Webseite, bitte zeig
dieser Person diese Werbeanzeige immer wieder. Also heißt, Retargeting ist immer wieder ansprechen einer bestimmten Zielgruppe, die schon mal mit mir interagiert hat. Mhm. Also die speichern sich dann so eine Art ID ab, mhm, und dann können die eben sehen, okay, wenn dieser Typ, der jetzt auf der Webseite war, bei Facebook rumsurft, dass der dann in seinem Feed halt morgen und übermorgen und überübermorgen jeweils immer, wann er immer er surft, so als fünfte oder sechsten Item in seinem Feed eben die Anzeige reinkriegt. Genau, richtig. Genau. Und wir können das auch nochmal variieren. Wir können auch hingehen heutzutage und nicht nur sagen, wir können das strategisch aufbauen, diese 7 Kontakte. Wir können als erstes zum Beispiel mal hingehen und einfach nur unsere Brand zeigen. Hier, das ist unsere Teekanne, das ist unser Logo. Im zweiten Schritt gehen wir hin und machen zum Beispiel einen Blog. Einen Blogbeitrag und sagen, hey, zeig der Person den Blogbeitrag an. Mhm. Und so führen wir die Leute spielerisch auf verschiedene Ebenen ans Produkt ran und manifestieren uns so in der Zielgruppe. Wie kannst du denn jetzt du hast gesagt, am Anfang ist das Ziel meistens mehr Umsatz. Mhm. Ja? Wenn jetzt dieser Hersteller von Isolierkannen oder Teekannen oder so mehr Umsatz machen will als Ziel hat, wie kann man das messen, dass er, wenn er jetzt das 7-mal angezeigt hat, mehr Umsatz gemacht hat? Mhm. Hat er... Wie kann man den zum Verkauf, zum Kauf drängen oder nicht drängen? Oder wie ist das richtige Wort? Wie macht man das? Kann man die dann praktisch in den E-Commerce-Plattformen weiterverfolgen und sehen, okay, der ist über Facebook gekommen und hat jetzt den Kaufabschluss gemacht oder hat ihn in meinem Shop gemacht oder bei eBay oder bei Amazon oder wo auch immer oder so? Wie funktioniert das? Also, das müssen wir jetzt differenzieren. Ja. Also, wenn wir jetzt, vorher haben wir über Markenaufbau gesprochen und da ist natürlich zwangsläufig werde ich mehr Umsatz machen, was aber nicht wirklich messbar ist. Auch das ist nicht messbar, ob ich nach einem Jahr mehr Umsatz generiere. Mhm. Wenn wir jetzt zum Beispiel direkt auf Umsatz gehen wollen, das ist eine Conversion-Kampagne, so sagt man das. Ja, und dann heißt, hole ich die Leute auf meinen Shop und der Pixel trackt immer genau, wann die gekauft haben. Und ich weiß nachher, so viel Euro habe ich ausgegeben und so viel habe ich eingenommen. Und so ist das alles messbar. Okay, ja. Also unterschiedliche Sachen. Ne? Einmal Brandaufbau, Markenaufbau, einfach bekannt werden, diese 7 Touchpoints und losgelöst davon Umsatz generieren ist eben eine Conversion-Kampagne. Absolut, genau. Jedes Ziel hat unterschiedliche Strategien und auch unterschiedliche Ansatzpunkte. Und man muss halt auch dazu immer wissen, Facebook hat quasi nicht nur einen Algorithmus, Facebook hat auch für jedes Unternehmensziel einen speziellen Algorithmus. Und wenn ich jetzt zum Beispiel, deswegen kann man auch viel falsch machen, wenn ich eine Conversion-Kampagne ausspielen möchte, ist das eine andere Kampagne als eine Markenaufbau-Kampagne, weil dann die Zielgruppe anders ist und der Algorithmus anders ausgespielt wird. Sag nochmal was zu den unterschiedlichen Plattformen. Wie unterscheidet sich jetzt sind manche Plattformen für manche Branchen geeigneter oder ungeeigneter? Weiß ich, Facebook, Instagram, Google für Retargeting oder YouTube, kann man mittlerweile auch Retargeting machen. Welche Plattformen sind für welche Branchen geeignet und was ist der ideale Mix? Und wie findet man das raus? Ja, also das ist eigentlich eine ziemlich gute Frage, die ich wahrscheinlich so nicht konkret beantworten kann. Also ich kann versuchen, sie konkret zu beantworten, aber wir können nicht alle Zielgruppen. Nein, das wird immer wieder anders, genau. Genau, also es ist halt so, wir müssen halt wissen, wer ist unsere Zielgruppe und dann können wir quasi ganz logisch adaptieren, wenn zum Beispiel meine Zielgruppe junge Mütter sind, dann finde ich sie tendenziell eher auf Instagram als Beispiel. Mhm. Oder wenn ich jetzt zum Beispiel meine Zielgruppe sind 30 plus, dann werde ich eher auf Facebook fündig. Also heißt, da muss man so ein bisschen auch gucken, wo ist meine Zielgruppe. Und jetzt muss man schaffen, dass man das alles in einen Anklang bringt. Also heißt, dass wir haben auch verschiedene Zielgruppen. Auf Google suchen Menschen. Ja. Die sind ja ganz heiß, das ist ganz heißer Traffic. Klar. Und auf Facebook muss ich die Menschen erst an mein Produkt ranführen. Und deswegen ist es immer super sexy, beide Channels zusammenzuführen, dass sie eins werden und zusammenspielen. Also auf Facebook sind die Leute alle im Entertainment-Konsumiermodus so und sind gar nicht gerade zwingend für Kaufen da. Genau. Und bei Google gucken die halt gezielt nach Isolierkanne 3 Liter oder so und dann wollen die genau eine 3 Liter Kanne kaufen. Genau. Oder so. Ja. Und jetzt wissen wir ja auch, dass diese Leute, die das googeln, obwohl sie dann auf dem Produkt kommen und auch fündig werden, das trotzdem nicht kaufen. Also prozentual zu viele. Ja. Und jetzt kommt nämlich das, was so sexy ist, dass die Leute, die nicht kaufen, das können wir ja tracken, und sprechen sie über Facebook wieder günstiger an. Mhm. Und so hole ich über Google den guten Traffic rein und über Facebook spreche ich sie immer wieder an, weil ich weiß, er war auf der Seite und er will ja. Ja. Jetzt brauchen wir nur noch einen Schubs. Verstehe ich. Okay, cool. Ja.
Was sind so die drei wichtigsten Tipps, die du den Zuschauern in meinem Kanal mitgeben willst, wenn sie ihre Marke in Social Media aufbauen wollen? So, was sind so die größten Fehler, die gemacht werden aus deiner Sicht? Wie kann man die am besten vermeiden? Was sind so die drei größten Tipps? Erstmal ist mal wichtig, dass man das Know-how dahinter mitbringt, glaube ich. Weil viele Firmen, auch große Firmen, haben sich schon enorm die Finger dran verbrannt, weil wir spielen ja mit wirklichem Geld, also wir müssen wirklichen Geldeinsatz. Also heißt, wir brauchen schon das Know-how, da kann ich allen nur empfehlen, nicht bei mir unbedingt, es gibt 1000 Leute. Schult euch, schafft erstmal eine Basis, dass ihr das verstanden habt, auf Punkt 1. Punkt 2 ist halt einfach, dass ich meine Ziele definiere und wenn ich meine Ziele definiert habe, dass ich dann das wirklich strategisch angehe und keinen Aktionismus habe. Ja. Und dann sollte ich noch verstehen, dass das keine, Facebook ist keine Werbeplattform, die Leute wollen keine Stockfotos, sie wollen ziemlich reale Fotos. Und die Leute lieben immer mehr, das hat sich entwickelt mit der Zeit, gutes Beispiel ist Apple 1:1, die Leute lieben Gesichter, wie bei dir auch. Die lieben Gesichter und heutzutage ist es so, dass wir super viele Firmen, das super große Geschäftsführer, ich zwinge sie, das ist ein bisschen zu viel, aber ich schubse sie schon dazu, dass sie mir mal ein Video aufnehmen, weil die Leute lieben es, ein Gesicht zu einer Brand zu haben und das schafft einfach viel mehr Vertrauen. Ja. Genau. Und nicht zu Hochglanz, sondern einfach mal... Genau. Das ist eigentlich ganz schnell gemacht. Man nimmt zum Beispiel bei einer Instagram-Ad, nimmt man das Handy. Man macht so einen 15-Sekünder und zeigt einfach sein Gesicht und pitcht einfach das Produkt. Ja, ich bin Geschäftsführer von so und so, kauf doch mehr Isolierkan. Keine Ahnung. Genau. Bisschen nach dem Textfile, aber ungefähr so könnte es sein. Ja. Na gut. Okay, falls die Leute mehr über dich rausfinden wollen, wir konnten jetzt ja nicht alles erschlagen in diesem Video, wo gehen die am besten hin? Auf meiner Website www.patrickriebel.de. Ansonsten ruft den Rolf an und der Rolf leitet das dann wirklich weiter. Ich habe das natürlich auch hier unter dem Video verlinkt. Patrickriebel.de einfach abchecken und dann... Genau, ich mache hier auch so eine Karte... wo ihr draufklicken könnt. Das ist nett, genau. Wir haben auch noch einen YouTube-Kanal, wenn ihr mehr wissen wollt, da ist auch noch viel, da geht mir viel mit auf den Weg und da kann man sich mit Sicherheit auch gut einarbeiten. Patrick mit CK, Kriebel, K-R-I-E-B-E-L. Super. Vielen Dank, Patrick. Rolf, ich bedanke mich. Cool, danke. Danke. So, das war ein Video mit Patrick zu Markenaufbau und Social Media. Falls ihr neu in diesem Kanal seid und jeden Donnerstag mehr über Patente, Marken und Designs erfahren wollt, dann abonniert diesen Kanal. Und das Wichtigste zum Schluss, schützt euer geistiges Eigentum und erntet ihr die Früchte eurer Ideen. Tschüss. Ciao.